Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Verflucht! Sind Sie verrückt? Peter, schnell! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Kein Durchschlag! Treffer! Guter Schuss! Weiter feuern! Da sind noch mehr. Durchhalten.
ist fertig! Uns verraten? Die haben die Brücke gesprengt! Die wollen uns hier verrecken lassen! Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen! Hä? Ärger doch mal! Sieh dich doch um, Peter! Gott steh uns bei! Alles, woran wir geglaubt haben, alles, was wir dafür getan haben, ist es vorbei? Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Das ist vorbei.
Er war ein Verräter. Kurt! Kurt! Weiß er, mein Freund. Aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Das waren doch ihre Worte, oder? Bei sagen Sie es! War das nicht so? Just give up!